Die Ringelblume zählt zu unseren wichtigsten Heilpflanzen. Sie wächst vorwiegend in Gärten und als Kulturanbau, woraus sie teilweise verwildert ist. Ringelblume gehört botanisch zu den Korbblütlern, wozu zum Beispiel auch der Löwenzahn, die Schafgarbe und das Gänseblümchen gezählt werden. Die gelb-orangen Blüten haben einen Durchmesser bis zu 4 cm und tragen gewöhnlich 60 bis 150 Zungenblüten. Es gibt auch sogenannte gefüllte Blüten, bei denen sind mehrere Reihen von Zungenblüten vorhanden. Man findet solche Blüten meist bei den Züchtungen, aber sie kommen auch wild vor. Ringelblume wächst gewöhnlich einjährig und wird bis zu 70 cm hoch. Habt ihr einen Garten, macht es Sinn, zwischen dem Gemüse Ringelblumen zu säen. Die frieren im Winter weg und sind eine gute Gründüngung für den Boden. Auch schützt die Ringelblume andere Pflanzen gegen Nematoden im Boden. Nematoden sind Fadenwürmer, die Kulturpflanzen unter Umständen schaden können. Die Ringelblume ist auch eine wichtige Bienenweide. Ihr tut also wirklich Gutes, Ringelblumen in eure Gärten oder Balkonkästen zu säen. Will man nun die Ringelblume als Heilpflanze nutzen, so sammelt man die Blüten bei sehr trockenem Wetter und lässt sie ohne künstliche Wärmezufuhr luftig trocknen. Die Wirkstoffe der Ringelblume sind unter anderem ätherische Öle, Saponine, Carotinoide, Flavonoide, Schleim und Bitterstoffe. Ringelblume wird fast nur noch äußerlich angewandt. Als Teezugabe nimmt man sie, um dem Tee etwas Farbe zu geben. Aber Ringelblume getrunken beeinflusst auch positiv die Galleausscheidung und ist leicht krampflösend. In allererster Linie wird sie äußerlich als Salbe oder als Abkochung eingesetzt. Die Wundbehandlung steht hier an erster Stelle. In ihrer Wirkung ist die Ringelblume der Arnika ziemlich ähnlich. Man verwendet Ringelblumensalbe bei Nagelbettentzündungen, Unterschenkelgeschwüren, Verrenkungen und Verstauchungen und bei Abszessen. Weiterhin nutzt man sie bei allerlei Entzündungen von Haut und Schleimhaut, aber auch bei Brandwunden. Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Für eine Ringelblumenkompresse nimmt man 2 Teelöffel der getrockneten Blüten und überbrüht sie mit einem Viertelliter kochendem Wasser. 10 Minuten ziehen lassen und dann abseihen. Auch die Homöopathie bedient sich der Heilwirkung der Ringelblume, die hier nach ihrem botanischen Gattungsnamen Calendula benannt ist. Calendula leitet sich her vom lateinischen calendae, bezogen auf den ersten Tag eines Monats, da die Blütezeit der Ringelblume viele Monate dauert. In der alten Volksmedizin war unsere Ringelblume sehr wertgeschätzt. Man behandelte mit ihr Geschwüre und Warzen. Sehr beliebt war damals Ringelblumenbutter. Die verwendete man gegen Leib-, Gelenk- und Muskelschmerzen und beim Dekubitus, also bei Durchliegeschäden. Der Apotheker und Botaniker Tabernae Montanus, er lebte 1520 bis 1590, schreibt: Etliche nehmen das Pulver von den Blumen, wickeln solches in Baumwoll und legen es auf die Zehen, die Schmerzen damit zu stillen. Dies Kraut, gesotten und getrunken, vertreibt die Gelbsucht und ist auch sehr kräftig in der Pestilenz. An anderer Stelle finden wir einen 500 Jahre alten Tipp zum Haarefärben. Tabernae Montanus schreibt weiter: Es meldet Leonhard Fuchs, dass die Blumen sehr gebraucht werden, die Haar damit gelb zu machen. Leonhard Fuchs war übrigens auch Botaniker und Apotheker und lebte etwa zur gleichen Zeit wie Tabernae Montanus. Übrigens kann man mit Ringelblume auch Salate optisch wie geschmacklich aufwerten. Der Geschmack ist würzig, sind die Blätter allerdings älter, schmecken sie etwas bitter. Mit der Ringelblume kann man auch das Wetter vorhersagen. Die Bauern früher wussten, sind die Blüten zwischen 6 und 7 Uhr geöffnet, nach unserer Sommerzeit also zwischen 7 und 8 Uhr, dann kann man mit einem schönen sonnigen Tag rechnen. Sind sie aber nach 7 Uhr bzw. nach unserer Sommerzeit nach 8 Uhr geschlossen, so hat man eine gute Chance auf Regen. Alte Volksnamen der Ringelblume waren Goldblume, Sonnenwende, Butterblume,
Totenblume und Ringelrose. Und die heute gebräuchliche Bezeichnung Ringelblume bezieht sich auf die inneren, gewundenen Früchte. Calendula ist ja der botanische Gattungsname, wir sprachen bereits darüber. Der Artname heißt Officinalis. Officinalis bedeutet so viel wie offiziell als Heilkraut anerkannt.